Windows kann man auch ohne Maus bedienen. Wie das in Dialogfeldern funktioniert, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steljes. Ich bin Gründer vom RSAT Service. Und in dieser Grundlagenserie zeige ich euch den Computer von klein auf ganz groß, so dass ihr auch kleine Experten werdet in Sachen IT. Windows wird ja nun mit der Maus bedient. Doch, was weniger wissen, Windows kann man auch komplett mit der Tastatur bedienen. Und einen Einblick wollen wir jetzt mal wagen, und zwar Dialogfelder. Das heißt, wenn Windows was von mir will und es öffnet sich ein Fenster, wo ich verschiedene Sachen auswählen kann, dann kann ich das auch komplett mit der Tastatur steuern, was unter Umständen sogar schneller ist, als wenn ich die Maus benutze. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt im Praxisteil an. Um in Dialogfeldern von Windows navigieren zu können, müssen wir uns als erstes sowas öffnen. Und ich gehe jetzt als erstes mal in die Systemeinstellungen rein, denn dort haben wir ja so einen Haufen. Und ich habe hier jetzt die Möglichkeit, mich per Maus durchzuklicken. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen und dann per Maus mich hier durchzuklicken und dementsprechend meine Einstellungen vorzunehmen. Ich kann aber auch das Ganze mit der Tastatur machen, was unter Umständen ein schnelleres Arbeiten ermöglicht. Wenn ich jetzt beispielsweise hier jetzt ins System reingehe und hier in den Windows-Einstellungen drin bin, dann kann ich mal die Tabulator-Taste drücken. Und dann merke ich jetzt oben bei der Suche, da hat sich jetzt ein Cursor geöffnet. Und wenn ich jetzt nochmal die Tabulator-Taste drücke, dann hat sich um System so ein Viereck gebildet. Und über die Pfeiltasten auf der Tastatur kann ich jetzt nun hier hin und her springen und kann mir entsprechend das Dialogfeld aussuchen, wo ich jetzt reingehen möchte. Wenn wir uns jetzt beispielsweise nochmal in dem Bereich Geräte verirren, das kann ich jetzt mit der Return, also mit der Enter-Taste bestätigen. Dann komme ich jetzt in das Menü rein und kann auch wieder hier mit der Tabulator-Taste hin und her schalten. Das heißt, ich kann hier in das Menü reingehen. Hier kann ich jetzt nur hoch und runter gehen, das heißt, rechts und links ist nicht machbar, aber hoch und runter ist machbar. Und dementsprechend kann ich hier jetzt hingehen und meine Einstellung auch über die Eingabetaste bestätigen. Und mit einem weiteren Druck auf die Tabulator-Taste komme ich auch in das andere Menü rein, welches ich hier schalten kann. Eine Besonderheit sind jetzt diese Schiebeschalter. Die kann ich mit der Leertaste ein- und ausschalten. Aber wenn ich jetzt hier einen Eintrag nach unten gehen möchte, dann wird das nicht funktionieren. Um jetzt hier einen Eintrag nach unten zu gehen, brauche ich wieder die Tabulator-Taste und dann kann ich mich hier so durchzwitschen. Wenn ich mich mal versehen habe, beispielsweise ich wollte jetzt hier auf Wortvorschläge bei der Eingabe der Bildschirmtastatur anzeigen, reingehen und ich drücke jetzt die Tabulator-Taste und habe versehentlich zweimal gedrückt, bin ich jetzt dran vorbei. Um jetzt wieder zurückzugehen, kann ich jetzt noch zusätzlich die Großschreibtaste, also die Shift-Taste drücken und dann springt er auch wieder zurück und somit kann ich halt auch wieder in so ein Fenster zurückgehen. Wenn ich hier weitergehe und hier unten ganz unten angekommen bin, komme ich hier auch auf der anderen Seite, also auf der ganz rechten Spalte und kann da die Links auswählen. Also auch das funktioniert. Um in die Einstellungen jetzt wieder zurückzugehen, da habe ich jetzt ganz zum Schluss, jetzt sind wir wieder links oben, da ist jetzt der Kreis drum auf der Startseite und die kann ich jetzt bestätigen und kann entsprechend wieder in die Einstellungen zurückgehen und hier wieder von vorne die nächste Einstellung auswählen. Um so ein Fenster zu schließen, kann ich jetzt generell, das funktioniert mit jedem Programm, die Tastenkombination Alt und F4 drücken, dann wird das Fenster geschlossen, das heißt, das Programm wird beendet. Das funktioniert in jedem Programm und auch so kann ich Windows beispielsweise herunterfahren. Das ist eine Sache, wo Kunden teilweise immer erstaunt sind, wenn ich dann vor Ort bin und ich bin jetzt in Windows drin und dann fahre ich so den Rechner runter über Alt F4. Auch das funktioniert ohne Probleme, ohne was ich die Maus dafür in die Hand nehmen muss. Wenn wir jetzt mal ein typisches Dialogfeld uns öffnen, dafür gehe ich jetzt mal in die Systemsteuerung rein. Und in der Systemsteuerung suche ich mir jetzt mal beispielsweise die Eigenschaften der Maus raus. Denn da habe ich dann so ein Feld, also so ein Fenster, wo wirklich alles drin ist. Und hier habe ich jetzt auch die Möglichkeit, mich hier einmal normal durchzuklicken. Oder ich kann das Ganze auch wirklich über die Tastatur vornehmen. Und über die Tastatur
habe ich wieder mal meine Tabulatortaste, wo ich jetzt sehe, was sich, solange ich sie drücke, tut sich hier auch was. Das heißt, ich kann hier wieder Felder aussuchen und entsprechend, wie ich die Tabulatortaste drücke, mich hier durchnavigieren. Auch mit Shift-Tabulator-Taste, das funktioniert auch und entsprechend kann ich mich dann durch dieses Menü navigieren, wie ich es so schon erklärt hatte. Wenn wir jetzt hier weitergehen wollen, dann drücke ich wieder ganz normal die Tabulator-Taste, bin dann im nächsten Menü drin und kann dann beispielsweise auch diese Schieberegler über die Pfeiltasten hoch oder runter stellen, also rechts oder links, beziehungsweise wenn es ein Schieberegler ist, der nach oben oder unten geht, dann kann ich das auch über die Tasten hoch und runter dann navigieren. Wenn ich so eine Checkbox habe, wo so ein Haken reinkommt, da kann ich dann über die Leertaste das aktivieren oder deaktivieren und kann auch so entsprechend die Einstellung vornehmen. Das funktioniert auch in anderen Checkboxen. Oder ich kann auch, muss ich nochmal ganz kurz gucken, genau hier habe ich sowas. Hier habe ich die Möglichkeit, Zahlen einzugeben über so ein Menü, wo ich mit der Tastatur arbeiten kann. Das heißt, ich kann hier jetzt selber per Hand eine andere Zahl eingeben. Wir hatten hier aber ursprünglich die 3 drin. Das heißt, die holen wir uns auch wieder rein. Und ich kann aber auch über die Pfeil hoch- und runter-Taste die Zahl verändern. Und auch so kann ich hier hingehen und meine Einstellung entsprechend meiner Wünsche dann anpassen und kann so die Einstellung über die Tastatur vornehmen. Wenn ich meine Einstellung jetzt so vorgenommen habe, kann ich hier über die Alt-Taste, über die Tabulator-Taste ganz einfach unten auf das Menü gehen und habe dann die Möglichkeit, die Schaltflächen hier zu betätigen. Ich gehe jetzt hier mal auf OK und kann dann entsprechend weiterarbeiten. Jetzt kann es ja nun mal sein, dass wir in irgendeiner Software sind und auch da ins Menü mal rein müssen und dafür jetzt nicht eben schnell die Maus aktivieren wollen. Ich nehme das jetzt mal am Beispiel von LibreOffice. Und in LibreOffice habe ich jetzt einfach mal ein Musterdokument geöffnet und möchte hier jetzt ins Menü rein. Um oben in das Menü reinzukommen über die Tastatur, drücke ich einfach die Alt-Taste und den Buchstaben, der unterstrichen ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Menü hier oben angucke, dann sehe ich, was die Buchstaben unterstrichen sind. Und wenn ich diese Buchstaben verwende, beispielsweise, wir wollen jetzt mal auf Ansicht gehen, drücke ich die Alt-Taste und die A-Taste. In dem Moment geht direkt das Menü im Bereich Ansicht aus. Und ich kann jetzt beispielsweise hier hingehen und auch hier sehe ich im Fenster, was bestimmte Punkte einen Strich haben. Und da kann ich dann auch ganz einfach den Buchstaben drücken und schon lande ich in diesem Menü und kann auch hier wieder bestimmte Funktionen ausführen, indem ich einfach den unterstrichenen Buchstaben eingebe. Ich kann das Ganze aber auch mit der Pfeiltaste machen. Das heißt, ich kann jetzt die Pfeiltasten auf der Tastatur nutzen, um zu navigieren, runter zu gehen, durchs Menü hinzugehen, also das Menü kleiner oder größer zu machen, das ist dann rechts oder links, oder auch hier mich durch die Reiter bewegen. In meiner Praxis sieht es so aus, da ich nicht unbedingt immer alle Buchstaben im Kopf habe und das in meinen Augen schneller ist, wenn ich oben aus dem Menü rausgehe, ich drücke einfach nur die Alt-Taste und fange an, mich hier zu navigieren. Jemand, der sich die ganzen Funktionen noch auswendig lernt und weiß, welche Taste was bedeutet, der kann natürlich dann noch eine Nummer schneller arbeiten, denn wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Ansicht unten auf Maßstab geben möchte, dann ist das wesentlich schneller, wenn ich jetzt hingehe, Alt A, M und dann beispielsweise die Seitenbreite S eingebe. Dann habe ich das wesentlich schneller umgestellt, als wenn ich jetzt das Ganze machen würde, Alt Ansicht, Maßstab und dann nehmen wir jetzt mal hier die ganze Seite. Zack. Das ist aber einfach nur eine Sache, eine Fleißarbeit. Je besser ich das Programm kenne, desto schneller kann ich entsprechend arbeiten und mir die Funktion dann aufrufen. Also im Grunde genommen kann ich also den Computer auch mit der Tastatur wunderbar bedienen und es ist nicht immer unbedingt eine Mausvoraussetzung dafür. So schnell kann man Windows auch ohne Maus bedienen und es würde mich interessieren, nutzt du das? Bist du schon ab und an mal mit Windows ohne Maus unterwegs gewesen? Ich kenne es ja selber aus meiner Praxis, dann bin ich mal irgendwo bei einem Kunden, muss irgendwo was einstellen, habe gerade keine Maus zur Hand und dann muss ich alles per Tastatur machen und ich selber habe kaum Probleme damit. Kennst du das? Bist du mit der Tastatur schneller unterwegs oder sagst du, das ist alles
Bullshit und man braucht einfach nur eine vernünftige Maus und dann wird man glücklich. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Gerne hinterlass mir auch den Daumen nach oben, denn dann sehe ich, was du zufrieden warst mit dem Video. Und sofern du es noch nicht gemacht hast, dann nutzt doch gleich die Chance in der Endcard, wenn du hier auf den runden Balken tippst und abonniere kostenlos.